Der Fall Pilanček hat uns in den letzten Tagen und Wochen doch ein Stück weit in Atem gehalten. Es sind viele Ungereimtheiten in diesem Zusammenhang, die noch aufgeklärt werden müssen. Nicht zuletzt natürlich auch die Rolle von Nationalratspräsident Sobotka im Zusammenhang mit möglicher Beeinflussung von staatlichen Stellen, von staatlichen Institutionen. Also im Prinzip das, was ich immer gesagt habe, der tiefe Staat der ÖVP. Interessant war, dass es der ÖVP mit einem Trick gelungen ist, diese Debatte rund um Christian Pilnatschek und mögliche Einflussnahmen von Wolfgang Sobotka auf die Justiz mit einem sehr durchschaubaren Manöver aus den Medien herauszubringen und quasi wegzudrücken. Was ist passiert? Jeder erinnert sich an den letzten Sonntag. Da ist es um die Untersuchungsausschüsse gegangen. Und da hat der Generalsekretär der ÖVP einen regelrechten Winkelzug aufblitzen lassen, den man wirklich nur von der ÖVP kennt, und da merkt man auch, dass der ÖVP tatsächlich nichts zu blöd ist. Um Wolfgang Sobotka aus den Medien herauszubringen, hat nämlich Christian Stocker aus heiterem Himmel in der letzten Ausgabe der Diskussionssendung im Zentrum gesagt, dass sich die ÖVP durchaus vorstellen könnte, in Zukunft Untersuchungsausschüsse auch live zu übertragen. Eine alte freiheitliche Forderung. Ich habe bereits vor 2 Jahren konkrete Vorschläge in diese Richtung gemacht. Es hat sich aber immer an der ÖVP gesperrt, die das sozusagen immer in Abtausch mit anderen Dingen haben wollte. Konkret wollte die ÖVP für diese Zusage auf der anderen Seite eine Veränderung des sogenannten Informationsordnungsgesetzes. Im Wesentlichen geht es darum, dass die ÖVP einfach gewisse Beweismittel im Untersuchungsausschuss von vornherein unterbinden wollte. Aber zurück zum Winkelzug der ÖVP in diesem Zusammenhang. Der Umstand, dass Christian Stocker von der ÖVP davon gesprochen hat, dass die ÖVP nun verhandlungsbereit wäre, was Videoübertragungen betrifft, hat dazu geführt, dass Wolfgang Sobotka nicht mehr in den Medien gewesen ist und dass sich die Medienlandschaft ja mit veräppeln hat lassen durch dieses strategische Manöver und auch mitgemacht hat. Denn was ist passiert? Wolfgang Sobotka war aus den Medien draußen und die ganze restliche Woche hat man nur mehr über die mögliche Live-Übertragung von Untersuchungsausschüssen diskutiert, vor allem auch in den Medien. Wolfgang Sobotka ist wiederum in der Versenkung verschwunden, zumindest medial. So kann man das machen, wenn man ja, strategisch versucht ist, von sich selbst abzulenken und andere Diskussionen vom Zaun bricht. Es hat einmal einen Film gegeben, der hat geheißen Wag the Dog, den dürfte auch die ÖVP gesehen haben. Aber sei es drum, wir wissen mittlerweile, und ich habe das von Haus aus gesagt, dass die ÖVP nie das Interesse hatte, diese Untersuchungsausschüsse live zu übertragen, und die Bestätigung folgte bereits auf dem Fuß. Denn was ist passiert? Wir haben eine E-Mail von den Schwarzen bekommen, in der drinnen gestanden ist, man wäre jetzt verhandlungsbereit diesbezüglich und schlägt einen Verhandlungstermin vor. Der Verhandlungstermin ist nur sehr, sehr lustig gewählt. Er ist nämlich entweder am 14. oder am 19. Dezember. Kurz danach sollte ja schon der Geschäftsordnungsausschuss stattfinden, bei dem das beschlossen werden müsste. Das heißt also, wenn man ernsthaft darüber verhandeln hätte wollen, hätte man das natürlich wesentlich früher angehen müssen. Ja, aber so sind sie. Interessant ist im Übrigen auch, was die Grünen in der Causa Pilnatschek gemacht haben, denn die Ministerin Sertic hat ja wissen lassen, dass sie jetzt dafür sorgen wird, dass der Fall Pilnatschek aufgeklärt wird und dass also alles, was Pilnatschek betrifft, nochmal einer neuerlichen Untersuchung im Rahmen einer Kommission untergeordnet werden soll. Und da will man dann herausfinden, ob es tatsächlich Einflussnahmen im Bereich der Justiz gegeben hat. Die Ministerin Sertic hat nun also diese Untersuchungskommission präsentiert. Und interessant ist, dass auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass das keine Untersuchungskommission, sondern eine ZUTEK-Kommission sein wird. Der Vorsitzende der Kommission soll nämlich ein gewisser Martin Kreutner werden. Der wird zwar der Allgemeinheit hier nichts sagen, ist aber ein, ja, wie soll man sagen, ein prononcierter Schwarzer. Er ist damals unter dem Fußfesselmann Ernst Strasser ins Innenministerium geholt worden, war der beste Vertraute vom ehemaligen Kabinettschef von Wolfgang Sobotka, von Herrn Gröb-Müller. Und ja, man hat ein bisschen den Eindruck, das ist der Mann, den man braucht, wenn man sozusagen einen Cleaner benötigt, also jemanden, der
zusammenräumt und jedenfalls dafür sorgt, dass nichts zum Vorschein kommt. Apropos nichts zum Vorschein, in der Causa Bilnacek ist auch eines interessant. Wenn Martin Kreutner nun diese Untersuchungskommission starten wird, will man wirklich also jahrelang zurückschauen, zumindest will man da selektive Akten davon durchgehen. Und eines hat aber die Ministerin Sadic schon jetzt gewusst, obwohl sie nicht einmal noch wissen kann, was eigentlich der Arbeitsaufwand in dieser Kommission sein wird. Sie hat jedenfalls gesagt, mit einem Ergebnis dieser Untersuchungskommission ist jedenfalls nicht vor den Europawahlen zu rechnen. Also, Quod erat demonstrandum, Schwarz-Grün bildet jetzt eine Zudeckkommission für die Causa Bilnacek. Sie ketten sich noch einmal aneinander, sie schützen Leute wie Wolfgang Sobotka und wollen auch noch sicher gehen, dass zumindest über den nächsten Wahlgang hinweg hier nichts an der Öffentlichkeit dringt. Woran erinnert mich das? An die glücklose ORF-Kommission im Zusammenhang mit Robert Ziegler. Robert Ziegler war der bekanntermaßen der ORF-Direktor, Landesdirektor von Niederösterreich und vor allem jener, der dafür verantwortlich gewesen ist, dass die Liederbuch-Affäre im ORF mit unglaublicher Dynamik hochgespielt worden ist und dass man aus meiner Sicht auch Wahlmanipulation via öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht hat. Denn Robert Ziegler selbst hat interveniert, dass diese Liederbuch-Geschichte bis wenige Stunden vor dem vor der Landtagswahl noch in allen Zeit in Bildsendungen rauf und runter gespielt worden ist. Auch da gab es dann eine Kommission, die innerhalb des ORFs ermittelt hat. Auch da gab es offensichtlich sehr, sehr viele befragte Personen. Nur einzig und allein eines ist interessant. Das Ergebnis aus dieser Kommission wurde nie bekannt gemacht. Die Protokolle gibt es auch nicht. Die Kommission ist im Geheimen wiederum weggepackt worden. Und so schaut sie aus. Die Transparenz von Schwarz-Grün. Im Justizministerium geht es weiter. Aber eines kann ich garantieren. Es wird jedenfalls nicht so viele Schredder im Land geben, dass die ÖVP und ihre grünen Steigbügelhalter hier noch einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Das garantiere ich euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Die ÖVP hat sich den Staat und seine Institutionen in den letzten Jahrzehnten unter den Nagel gerissen. Die türkise Truppe rund um Sebastian Kurz hat im Stil eines Putsches 2017 die Macht in der ÖVP übernommen und danach aus dem Kanzleramt heraus einen tiefen Staat entwickelt. Sie nutzte die Allmacht für Postenschacher, Freundelwirtschaft und nicht zuletzt Medienkauf im bisher ungekannten Ausmaß. Für den Hauptdarsteller in dieser Schmierenkomödie nahm die Politkarriere ein jähes Ende. Kurz verlor den Kanzlerposten und muss sich nun vor Gericht verantworten. So tief der Fall war, so hartnäckig halten sich auch die Gerüchte, dass der einstige Messias der ÖVP auferstehen und in die Politik zurückkehren könnte. Ist er also nur kurz mal weg oder ist Kurz mal weg? Und zwar endgültig. Im neuen Buch von Christian Hafenecker wird all das näher durchleuchtet. Gleich bestellen unter www.hafenecker.at.